gestanden. Der Minister wollte etwas ganz anderes von Ihnen. Geben Sie ihm doch eine Gelegenheit, es Ihnen zu erklären. Der Minister ist nämlich nicht nur der Minister. Ich weiß. Er ist ein ganz unverschämter Mensch, der seinen Posten nur... Nein, Sie wissen es nicht. Sie können es überhaupt nicht wissen, was Sie ihm bedeuten. Wenn Sie jetzt nicht sofort weggehen, dann schrei ich. Ja. Wir müssen uns wiedersehen. Wann denn? Wo denn? Ja, ich erwarte Sie. Jeden Abend. Im Ogu? Mein liebes Kind. Oh, ich bin nicht Ihr liebes Kind. Glauben Sie ja nicht, dass Sie sich als Minister alles erlauben können. Gehen Sie schnell da drüber. Alle beim Minister. Das ist eine gute Reklame. Die Dame hat nichts damit zu tun. Lassen Sie sie gefälligst in Ruhe. Im Gegenteil, wenn sie hier spielt, muss sie eine Erlaubnis haben. Kommen Sie beide mit. Ich habe gesagt, Sie soll sie in Ruhe lassen. Ich bin nicht, was Sie tun. Das können Sie doch nicht mehr. Nicht mehr das. Ich denke Sie, alle Liebe. Ich liebe Sie auch. Aber ich liebe Sie wie meine eigene Schwester, Herr. Deine Schwester? Ja. Die kenne ich nicht. Alet, wie soll ich dir erklären, wie das alles gekommen ist? So wie du jetzt vor mir stehst, mit deinen blonden Haaren und den großen, dunklen Augen. Ist das alles, Herr Direktor? Schade. Ich hätte geglaubt, Sie haben was übrig für mich. Habe ich auch. Aber wir wollen doch gute Freunde bleiben. Wir drei. Paris und das Glück, wer dort war, will nie mehr zurück. Keine Stadt hab ich jemals gesehen, die so zauberhaft ist und so schön. Ich habe den Eindruck, Sie haben mir etwas zu sagen. Sie brauchen mir keinen Gigi vorzumachen. Sagen Sie mir, was Sie von mir wollen. Geh und zieh dich aus. Modell stehen, womöglich als Akt, das ist doch kein Leben für Sie. Und auch nicht für das kleine Wurm. Gott, ist das Baby süß. Lassen Sie mein Kind in Ruhe. Bitte bleiben Sie sitzen, Monsieur le Ministre. In was für einem Zirkus? Flo. Flo? Oh, das tut weh. Das hätten Sie nicht sagen sollen, Laurent. Stellen Sie sich vor, wie sich die Presse darauf stürzen wird. Mir wird ganz heiß im Kopf. Eine Sternschnuppe. Schnell was wünschen. Ich weiß nicht, mir fällt so schnell nichts ein. Sehen Sie, ich habe mir schon was gewünscht. Was denn? Mademoiselle, Sie wollen mit Arbeit Geld verdienen? Ach, das ist schwer, das ist ungeheuer schwer. Aber trotzdem, Boiré wird helfen. Alette hat Paris erobert! Hört ihr es? Die ganze Stadt singt! Voilà, c'est l'amour! Voilà, c'est l'amour! Wenn er sie dann küsst, bis er schwindlig ist. Voilà, c'est l'amour! Voilà, c'est l'amour! Monsieur le Ministre, ich hab's. Was? Das Bild. Voilà, c'est l'amour!